Ich bin der Dr. Watson, ich bin professioneller Berufsarzt und befasse mich unter anderem mit dem Gebiet der Social Media Krankheiten. YouTuberkulose. Bei extremen Ausprägungen dieser Krankheit kann es passieren, dass der Patient jedes einzelne YouTube-Video, das existiert im Internet, schon mal gesehen hat. Poesia Alkoholica befällt der Betroffene oft spät nachts in einer Club-Atmosphäre. Die Patienten sind meistens therapieresistent, weil sie sich am Morgen darauf an nichts mehr erinnern mögen. Bei der Verpassphobie, im Volksmund auch FOMO genannt, hat der Patient ein komisches Gefühl, weil er auf Social Media sieht, wie all seine Freunde Spass haben, er aber daheim in den Boxershorts auf dem Sofa liegt. Hashtag ITIS, ein weit verbreiteter Virus. Hier hat der Poster das Bedürfnis oder auch die Illusion, dass wenn er eine grössere Community ansprechen kann und wahrscheinlich einmal berühmt und reich wird werden, je mehr Hashtags er darunter schreibt, was natürlich eine fatale Fehlannahme ist. Bei dem handelt es sich eher um eine genderspezifische Beschwerde, während Männer eine Tendenz dazu haben, hysterisch alles gegen rechts rüberzuswipen, passiert das bei Frauen meistens eher aus Versehen. Bei der Influenza hat der Betroffene das Bedürfnis, Produkte in seinen Post zu platzieren, zwecks Werbung. Böse Zungen nennen das auch Prostitution, was aber nicht ganz zutrifft, weil hier der Körper nur auf einer digitalen Basis ausgebeutet wird. Post-Like-Depression, in Euphorie wird ein politischer Inhalt oder zum Beispiel ein Bild von einer Frau im Backkleid von vor 2 Jahren geliked und im Nachhinein entwickelt man eine Reue, ein Gefühl vom schlechten Gewissen, einen Druck, ein Kopfzerbrechen, das einem eigentlich tagelang kann, körperlich und mental einschränken. Die selfie-bedingte Gesichtsstarre führt dazu, dass die Betroffenen, wenn sie das Handy vor ihren Kopf haben, eine partielle Gesichtslähmung bekommen und nur so Fotos machen von sich selber. Bei Selfiesucht leidet der Betroffene unter der Wahnvorstellung, dass sein Äußeres und sein Gesicht so wichtig ist für die restliche Menschheit, dass er immer und immer wieder zwanghaft muss Selbstbildnis machen und die auf sozialen Medien präsentieren. Wenn auch du eines von diesen Symptomen zeigst, melde dich bei mir, dem Dr. Watson. Oh, es läuft gerade Chirurgie an. Ja!